Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht's um einen Abgang, aber bevor es richtig losgeht, bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Zwischen der Lohnauer Straße und dem Domeyer Park gibt es eine Abfahrt, die auch für Fahrräder genutzt werden kann, die zum Anfang des Domeyer Parks führt. Da könnte man sich überlegen, weil an dieser Ecke weitere Fußwege hinter den Gebäuden entlang führen, ob eine solche Abfahrt nicht auch in Gegenrichtung möglich ist. Ich fände es zum Beispiel cool, wenn man von der Rosenstraße, die gerade im Bild ist, eine schräge Abfahrt, einen schrägen Spazierweg am Hang hinunter in Richtung Jugendzentrum, Domeyer Stadion und Domeyer Park bauen würde. Sieht man da oben die Bank, die eben gerade kurz im Bild war? Das ist die Stelle, wo die Rosenstraße an den Abhang kommt. Und wenn man dann hier an der Schräge des Abhangs eine Auffahrt, einen Aufgang hinzaubern würde, Platz dürfte genügend da sein, würde der Parkplatz drüben am Domeyer Stadion nicht beeinträchtigt. Und das Stadion wäre von dem Wohngebiet unter dem Heuer besser erreichbar. Besucher von Veranstaltungen im Stadion könnten Parkplätze im oberen Bereich ausnutzen. Das Jugendzentrum wäre besser erreichbar und man könnte den Domeyer Park besser nutzen. Und andererseits hätten Menschen aus der Stadt und aus dem Park bessere Möglichkeiten, zum Beispiel die Pizzeria Milano an der Lohnauer Straße zu erreichen. Von daher wäre das möglicherweise eine schöne Infrastrukturmaßnahme für unsere Metropole. Auch zum Fest im Park wäre das Areal natürlich viel besser zu erreichen. Und falls jemand das Video über den Wassergraben vor dem Jutz geschaut hat, der weiß, dass solch eine Zufahrt, ein solcher Zugang sehr gut mit einer Brücke über die Sieber korrespondieren würde. Und ich denke, dass gerade in den Zeiten, wo diese E-Fahrräder immer moderner werden, es dann auch ein leichtes wäre für jedermann, das Wohngebiet unter dem Heuer zu erreichen.